Papa, Papa, darf ich deinen Ausweis haben? Aber warum denn, mein Sohn? Ich will Pornos gucken. Hahaha, aber klar doch. Nein, Sohn, nein! Halt, bevor wir mit dem Video starten, möchte ich euch daran erinnern, wenn euch die Regierung und ihr aktuelles Verhalten stört, habt ihr in vielen Bundesländern am Sonntag die Möglichkeit, das zu ändern. Bitte geht wählen. So, jetzt können wir loslegen. Erst letzte Woche habe ich euch erzählt, dass Horst Seehofer eine Ausweispflicht für Messenger und Social Media einführen will. Der Grund dafür ist, dass die Straftaten online schlimmer zugenommen haben als ich an Gewicht. Und da reden wir von Leuten, die etwa die minderjährige Damenwelt einfach anschreiben, mehrere tausend minderjährige Damen, und behaupten, sie hätten Nacktfotos von ihnen. Natürlich gelogen. Sie erpressen sie allerdings damit, und wenn auch nur eine davon antwortet, dann wissen sie schon, okay, da ist zumindest mal so ein Bild im Umlauf. Ja, dann wird's sehr schnell sehr ekelhaft, ist klar. Problem ist, es gibt eigentlich keine bis kaum Restriktionen für eine Registrierung. Das heißt, jeder kann sich völlig anonym teilweise auch einfach anmelden bei Online-Diensten. Ist klar. Auch um Terroranschläge zum Beispiel zu organisieren. Und hier ist natürlich Horst Seehofer ganz besonders erpicht darauf, das zu reduzieren. Etwas früher wollte man bereits eine Ausweispflicht für Porno-Webseiten einführen, denn, naja, ich schätze mal, ihr wisst, wie effektiv die Frage ist, ob man wirklich schon 18 ist. Lasst uns mit der Frage beginnen, warum Anonymität online so wichtig ist. Hierbei wollen wir uns mal ganz kurz eine Dystopie bzw. eher ein abschreckendes Beispiel anschauen. Und das ist China. In China ist derzeit die staatliche Überwachung auf einem maximalen Hoch. Nutzer können nur noch kontrolliert Dienste nutzen, wie Messenger zum Beispiel oder Social Media. Wenn man sich schlecht benimmt, etwa viel Alkohol kauft, verliert man einen sozialen Wert, einen Punktewert, und darf in extremen Fällen nicht mal, das heißt also, wenn dieser Punktewert sehr, sehr niedrig ist, nicht mal mehr öffentliche Orte aufsuchen. Das heißt, ohne genügend Punkte, kein Zugfahren mehr, kein Kino, nicht mal mehr in den Park darf man, gar nichts. Lockdown forever sozusagen. Mag sein, dass das zu mehr Stabilität im Land führt, doch es ist eine extreme Einschränkung der Freiheit. Da dürfte mir keiner widersprechen, denke ich mal. Unter anderem eben auch der Meinungs- und der Pressefreiheit, die für eine Demokratie absolut notwendig sind. Sie gehören zu einigen der essentiellen Grundrechte. Mit einer generellen Identifikation, um wieder zurück zu Deutschland zu kommen, von Nutzern über Messenger, geht die Anonymität offensichtlich zumindest teilweise verloren, und zwar gegenüber dem Staat und dem Anbieter. Eine Quelle wie zum Beispiel Edward Snowden könnte also keine für die Öffentlichkeit wichtigen Dokumente mehr an Journalisten schicken, ohne den Klarnamen zumindest an den Staat zu geben. Und damit nicht mehr das Ganze anonym machen, was für ihn lebensbedrohlich wäre. Eine wichtige Kontrolle des Staates würde also komplett ausgehebelt werden. Daher darf eine generelle Ausweispflicht nicht zur Identifikation des Einzelnen führen. Nehmen wir zusätzlich einmal an, um uns zu verifizieren, muss natürlich die Plattform die Ausweise speichern, also die Ausweisdokumente, zum Beispiel in einem Bild. Und die liegen jetzt auf den Servern der Plattform, also Google, Facebook, aber auch, ja, andere Dienste. Im Fall von Google oder Facebook ist es vielleicht noch recht sicher, die werden nicht so häufig gehackt, muss man jetzt einfach mal so sagen. Doch manche nutzen auch Steam oder andere Spiele zum Kommunizieren. Ich habe einige gute Freunde über ein Browser-Game damals kennengelernt und das war sicher nicht sicher. Ich war übrigens Platz 13 der Welt damals, das war schon ziemlich cool. Macht man jetzt allerdings Kommunikation generell ausweispflichtig, was die einzige logische Lösung wäre, denn ansonsten kann man ja einfach als Terrorist mit anderen über Browser-Games chatten. Das geht ja genauso. Dann hätten wir also auch sehr viele, sehr kleine Anbieter in die Pflicht genommen, den Ausweis entgegenzunehmen und zu speichern. In jeder Woche, das wisst ihr von mir, werden allerdings mindestens 3 Anbieter von Hackern übernommen, beziehungsweise zumindest ihre Dateien teilweise ausgelesen. Und somit steigt die Chance, dass Hacker euren Ausweis haben, auf ein ziemliches Hoch. Hacker, die im Besitz von Ausweisen sind, sind auch automatisch im Besitz eurer Adressen. Das heißt natürlich, sie können sehen, wie ihr heißt, wann ihr geboren seid und so weiter und so fort. Eben alles, was auf dem Ausweis draufsteht. Zudem können sie sich, und das ist noch viel schlimmer, bei vielen Diensten glaubhaft als euch ausgeben.
Das bedeutet, jemand mit meinem Ausweis kann natürlich am ehesten zu Google hinrennen und sagen, ey, schau mal, das bin ich, ich bin hier, ich bin der Echte, bitte setz mein Passwort zurück. Die wenigsten Diensteanbieter hätten dann überhaupt noch den Bedarf, nach E-Mail zu fragen, also quasi Passwort zurücksetzen über E-Mail, wenn sie euren Ausweis als Verifizierung haben können. Ist ja klar. Falls Gesichter erforderlich wären, gibt es ja immer noch Deepfakes. Und die sind mittlerweile wirklich gut geworden. Trust in what is genuine and what is not. Das heißt im Klartext, wird ein Dienst gehackt, den ihr nutzt und über den man kommunizieren kann, der also eure Ausweispapiere hat, dann könnten Hacker vermutlich all eure Dienste übernehmen. Das heißt zum Beispiel, wird League of Legends gehackt, was übrigens schon passiert ist, dann könnten die Hacker im schlimmsten Falle euer YouTube, Instagram, E-Mail, TikTok, alle Messenger übernehmen und in eurem Namen Belle Delphine auf OnlyFans abonnieren. Es sollte also klar sein, Anbieter sollten auf gar keinen Fall euren Ausweis speichern. Das hört sich jetzt vielleicht paradox an, doch eine Ausweispflicht ist dennoch sinnvoll. Die Teilnehmer können nur einen bzw. kontrolliert viele Accounts erstellen. Das heißt, Scambots, die gerade auf YouTube oder Discord immer mehr zum Problem werden, sind einfach nicht mehr möglich. Diese Scambots überlisten clever die Nutzer und bombardieren sie teilweise mit Phishing-Angriffen, die wirklich immer ausgefeilter werden, und im schlimmsten Fall erpressen sie Nutzer zum Beispiel auch mit vermeintlichen Nacktfotos, wie oben schon erwähnt. Da aber nur noch ein Account pro Nutzer zugelassen ist, führt hier eine Ausweispflicht natürlich zum Ausschluss des Täters von der Plattform. Und das konsequent und dauerhaft. Denn wenn jeder beliebig viele Accounts anlegen darf, dann dauert es nur 5 Minuten, bis der gebannte Bot wiederkommt. Vertraut mir, ich war an genau diesem Punkt. Und somit hängt natürlich auch für viele Firmen ein gewisses Interesse daran, dass man sich nur ein einziges Mal als Person registrieren kann. Schön und gut, aber das ist ja nicht so einfach möglich. Eine Prüfung der Identität ohne den Ausweis zu sehen, geht das überhaupt? Nun, eigentlich geht das sogar sehr gut. Das Konzept nennt sich Zero Knowledge und basiert auf wirklich harter Kryptographie. Ich will hier nicht ins mathematische Detail gehen, ich will euch eher das Konzept vorstellen. Und zwar folgendes. Nehmen wir an, ich kann Gedanken lesen. Ihr würdet mir vermutlich nicht glauben, nehme ich mal an. Deswegen müsste ich euch das Ganze natürlich beweisen. Ich würde euch sagen, dass ihr euch eine Zahl von 0 bis 10 aussuchen könnt. Ihr sucht euch zum Beispiel einen Zettel raus und schreibt da die Zahl auf und ich nenne euch die Zahl. 7. Soweit so gut. Nehmen wir an, ich liege richtig. Vermutlich gibt es genug Leute, die dann einfach nur Zufall schreien, und deswegen lasse ich euch jetzt eine Zahl von 0 bis 1 Million wählen. 42. Und ich liege wieder richtig. Ups. Tja, und für die letzten Skeptiker unter euch noch ein einziges Mal das Ganze, und zwar mit einer Zahl, die 1 Million Stellen hat. Das heißt, nicht bis 1 Million, sondern ein bisschen höher. 1337. Und da ich jetzt wieder richtig lege, sollte der letzte von euch auch überzeugt sein, dass ich wirklich Gedanken lesen kann. Es tut jetzt nichts zur Sache, dass ich wahrscheinlich falsch lag. Aber der wichtigste Punkt ist, niemand weiß auch nur im geringsten, wie ich das gemacht habe. Aber ihr wisst, dass ich es kann. Aber eben nicht wie. Das ist im Endeffekt das Zero-Knowledge-Prinzip. Ihr wisst, dass ich es kann, aber nicht, wie ich das gemacht habe. Solche kryptografischen Rätsel gibt es im Endeffekt unbegrenzt viele. Um es nochmal genauer zu sagen, ihr behauptet, ihr wisst die Lösung zu einem Rätsel, das euch als Inhaber eines bestimmten Ausweises ausweist. Ihr belegt, dass ihr nicht lügt, also dass ihr den Ausweis wirklich besitzt, ohne ihn zu zeigen, und schon ist der Webseitenbetreiber überzeugt, dass das auch stimmt, ohne euren Ausweis oder auch nur eure wahre Identität zu kennen. Ihr habt einfach nur bewiesen, dass ihr im Besitz dieses Ausweises seid. Das heißt, ihr könnt euch komplett anonym, aber doch mit bewiesener Identität bei einem Dienst anmelden. Ich habe das Ganze mal durchskizziert und möglich wäre es, aber der Staat würde dabei leider erfahren, bei welchem Dienst ihr euch anmeldet. Das bedeutet, ihr könntet zum Beispiel jetzt natürlich das Ganze machen und dann würde halt der Staat mitkriegen, ey, der ist bei OnlyFans angemeldet. Ja, bisschen doof gelaufen, aber im Endeffekt erfahren sie das sowieso. Und zwar durch die Metadaten, die ihr durch das Aufrufen einer Webseite sowieso ins Internet pustet. Da steht alles drin. Das kann jeder überprüfen, der irgendwie Zugriff auf die Leitung hat. Sprich, jeder, der Zugriff auf euren Internet Service Provider hat, sprich Unity Media, Telekom etc., wissen das so oder so. Und der Staat darf bei denen sowieso anfragen. Das heißt, das ist sowieso öffentlich für den Staat mehr oder weniger.
Der Staat weiß aber nicht, wie ihr dort heißt, sprich er kennt euren Nicknamen nicht und die Webseite kennt euren Namen nicht und schon gar nicht euren Ausweis. Die müssen nichts mehr speichern. Dafür benötigen wir allerdings spezielle Funktionen, und zwar digitale Ausweise mit kryptografischen Schlüsseln darauf gespeichert, also quasi diese E-Ausweise. Diese müssten absolut sicher sein, also die darf man nicht irgendwie kaputt machen und auch nicht manipulieren können, und das geht sogar tatsächlich. Aber auch in der Vergabe müsste man sehr, sehr transparent sein, denn ansonsten könnte man ja mitkriegen, wie die Schlüssel generiert werden, und wenn dann zum Beispiel ein privater Schlüssel vom Staat irgendwie gespeichert werden könnte, dann wäre das Vertrauen komplett dahin. Also ja, es wäre nicht einfach, aber es wäre möglich. Zudem brauchen wir einen Service, also einen digitalen Service von der Regierung, die auf der anderen Seite die Identität absegnet. Und das bedeutet, man braucht eigentlich keine direkten Mitarbeiter, also der Staat muss jetzt nicht irgendwie 100.000 Leute anstellen, um das zu bewerkstelligen, sondern eigentlich nur eine einzige API, die das vollkommen automatisch macht. Ja, ihr seht schon, das ist eine ziemlich gewagte Zukunftsvision, gerade für Deutschland. Und ja, es gibt noch andere Probleme. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum das nicht schon längst gemacht wird. Es dürfte erstmal klar sein, dass unsere liebe Regierung jetzt nicht gerade digital ist und auch schon gar nicht digital kompetent, aber andere Länder könnten das ja zum Beispiel auch machen. Doch die Probleme gehen leider über Inkompetenz hinaus. Und hier fangen wir an. Einen Ausweis bekommt man in Deutschland erst ab dem 14. Lebensjahr. Das heißt, Kinder sind also direkt ausgeschlossen. Man könnte sich als Kind direkt gar nicht registrieren auf irgendeiner Plattform. Das könnte man natürlich ändern, indem man einen Ausweis direkt zur Verfügung stellt, wenn man das eben möchte. Das ist also das kleinere Problem. Das größere Problem ist das Internet an sich. Man kann das System sehr, sehr leicht umgehen, was ich hier skizziert habe. Ein VPN in die benachbarte Schweiz und man ist außerhalb der Reichweite der EU-Gesetze. Ein paar Länder weiter und wir haben Länder, bei denen Identitätsdiebstahl völlig legal ist. Und hier haben wir das Problem. Man müsste die Gesetze weltweit durchbringen. Das heißt, man müsste die nötige Infrastruktur in jedem Land der Erde schaffen. Und man müsste kooperieren mit Ländern, in denen teilweise nicht mal Menschenrechte gelten. Denn wenn man das nicht tut, kann jeder Deutsche sich dem Gesetz einfach so entziehen. Und jedes deutsche Unternehmen hat einen derart unfairen Wettbewerbsnachteil, dass sich noch weniger IT-Unternehmen hier einnisten können als aktuell schon. Webseiten, die sich an dieses Gesetz nicht halten, weil sie aus dem Ausland sind, dürfte man zudem nicht mal blockieren auf staatlicher Ebene, denn das wäre Zensur. Und somit geht meine Empfehlung ganz klar so aus. Lieber Horst, lass den Mist sein. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.